Ich bin müde. Ja. Also nach dem Cut möchte ich ein wenig begründen, warum ich dieses Spiel jetzt wieder angefangen habe und möchte auch, wie ich es wahrscheinlich in den Titel reinschreibe, damit auch, ja, einfach weil es dazugehört, beziehungsweise weil es einfach der Grund ist, warum ich das Spiel angefangen habe. Und zwar ist es wegen dem YouTuber Hand of Blood und nicht direkt wegen ihm, sondern das möchte ich ja jetzt erklären. Und zwar hat Hand of Blood, das habe ich am Rande tatsächlich erst mitbekommen nach seinem zweiten Video, weil ich gar nicht richtig den Titel gelesen habe, weil manchmal interessiert mich einfach der Titel mehr als der YouTuber so an sich, beziehungsweise sein Uncut-Kanal ist halt für mich nicht so sehenswert, weil die geschnittenen Videos von ihm sind einfach saugeil und dann macht der Uncut-Kanal nicht mehr so viel her. Und zwar ist das so, dass er in seinen Videos aufgefordert hat, dieses Spiel zu spielen, also Stronghold Kingdoms. Beim ersten Video wusste ich noch gar nicht davon. Ich habe halt den Titel gesehen, da war halt nicht Stronghold Kingdoms mit drin. Wo ich mir so dachte, okay, er macht jetzt halt wieder ein Community-Projekt. Ich muss ja nicht überall dabei sein. Eigentlich interessiert mich das nicht. Zu meinem zweiten war der Titel irgendwie, es eskaliert und so. Da so, es scheint wohl vom gleichen Spiel zu sein. Ich klicke so drauf, grüße hier an Stronghold Kingdoms. What the fuck? Da habe ich so gesehen, wo ich jetzt auch auf der Welt bin. Welt 6 ist er drauf gejoint, der Deutsche. Und der ist auch ziemlich jung. Das heißt, ich werde auch einen Link in die Beschreibung packen. Wenn ihr da draufklickt und das Spiel installiert, kriege ich irgendwie 30 Münzen. Davon kann ich mir ein bisschen Premium holen. Und keine Sorge, so groß ist der Vorteil dadurch auch nicht. Das heißt, jetzt hier, ich habe diese Warteschlangen. Und was wichtiger ist, ich kann die Gebäude umstellen. Das heißt, wenn zwei oder drei Leute sich dadurch das Spiel installieren, wäre es schon für mich mega cool, weil zum Beispiel hatte ich das Problem hier unten, das Vorratslager, das war unten beim Stein. Ich hatte halt kaum Holz reinbekommen, musste ich mir einen zweiten Premium-Token einsetzen. War mega kacke. Ich bin jetzt aber ein bisschen vom Thema abgegangen. Und zwar hat er dort mit seinen Hausgeschichten und so. Und das Ding ist, warum ich das Spiel jetzt spiele, ist nicht, weil der YouTuber hier auf der Welt ist, sondern weil jetzt das Spiel nicht nur 1000 Leute spielen, die das Game einfach komplett kontrollieren, die das Game mega beherrschen, sondern dass Hand of Blood erstens eine Welt geschaffen hat, eine ziemlich neue, und zweitens hat er das Spiel, glaube ich, aktuell sind es 330 1000 Spieler oder so, die das Spiel spielen. Ich möchte nicht lügen. Also zumindest hat er das mal in den letzten Videos erzählt. Ich weiß tatsächlich nicht, wo ich auf dem Handy drauf gucken kann, wie viele Spieler da sind. So, das Ding ist, da jetzt neue Spieler und eine neue Map ist, spiele ich das gerne. Und zwar war das zu dem Zeitpunkt, wo ich mit dem Stronghold Crusader Let's Play angefangen habe. Also ist schon etwas länger her. Ist mir auch das Stronghold Kingdoms im Auge gefallen. Hab das mal angefangen, gemerkt, aber dass ich ziemlich stark weggemacht werde und dass es kaum Leute gibt, die sich sozial dran beteiligen wollen. Deshalb werde ich auch hier in die Kommentare. Oh, Kommentare. In meine Videobeschreibung, die werde ich gleich, denke ich mal, also entweder werde ich die komplett wegmachen oder meinen Teil sehr weit nach unten setzen. Ganz oben wird das Video zu Hand of Blood sein, wo er darauf aufmerksam macht, welcher Welt man joinen sollte. Da könnt ihr auch drauf joinen, also Welt 6, deutscher Server, in den Bayerischen Alpen oder so. Da bin ich jetzt, wo kann man das sehen? Hier Burg. Jetzt bin ich gerade doof. Welt. So, Garmisch-Partenkirche, ich bin hier unten bei Oberbayern. Hand of Blood ist irgendwo hier oben bei Brandenburg, da kann man zeigen. Je dunkler, je voller. Man sieht es hier überall sind Kriege. Geht man unten zu uns nach Bayern. Da ist nicht mehr so viel los. Und ja. Und zwar. Was wollte ich gerade sagen? Achso, ja. Zweiter Link wird ein Discord sein, wo jeder, der in Oberbayern ist, wird ihm sehr geholfen und ein kleines Projekt wird gestartet, dass Bayern unter einer Flagge gegen andere kämpft. Viele sagen irgendwie, das ist nicht möglich. Ich möchte natürlich wieder das Unmögliche möglich machen, mit Bayern unter einer Flagge von mir aus andere Leute wegzumachen. Das ist dann so meine Sache und dafür würde ich mich freuen, wenn das probieren würde. Krümelberg so an sich wird erstmal nicht unter einer Flagge kämpfen, da ich gehört habe, dass mit den Fraktionen in den Häusern wird etwas anders laufen. Deshalb werde ich erstmal unter einer anderen Fraktion kämpfen. Welche Fraktion das sein wird, weiß ich tatsächlich noch nicht.
Aber zum Beispiel würde es mich freuen, wenn ich einige Vasallen hätte. Also ich weiß noch selber nicht, ob ich als Vasall fungiere. Zuerst war die Idee eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt finde ich sie halt gar nicht mehr so geil, weil es halt einige Nachteile hat. Auch wenn die Vorteile groß sind, wenn du einen guten Vasallen hast. Aber ich möchte mich halt mehr mit den Leuten auseinandersetzen. Joint auf dem Discord-Server. Vorerst wird es keinen eigenen Discord-Server von mir geben. Es wird nur einen eigenen Abschnitt auf meinem Community-Discord-Server geben. Ich glaube, alleine deshalb sollte ich eigentlich die Links drin lassen. Ich glaube, ich brauche universelle Beschreibungen. Na egal. Da muss ich jetzt noch überlegen. Das wäre vielleicht ein Anreiz, ins nächste Thema zu gehen, sodass meine Videos und so ein bisschen qualitativ besser werden. Ich habe das Spiel halt grundsätzlich angefangen, weil keine neuen Leute drauf gekommen sind. Das ist ein sehr altes Spiel. Vielleicht ist das jetzt auch für die Entwickler ein neuer Anreiz, das Spiel vielleicht zu verbessern. Es ist sehr groß. Im zweiten Teil werde ich vielleicht ein wenig darauf eingehen, was es alles so gibt. So einen kurzen Überblick. Und so ein wenig auf heiß machen und so. Ansonsten, das war es jetzt vorerst mit dem Video. Ist auch ein sehr, sehr kleines Video geworden. Ich möchte nur schnell darauf eingehen. Ich bin natürlich auf Welt 6 anzutreffen. Noch eine Sache, die ich hier reinbringen werde, wird es Videos und Streams dazu geben. Definitiv, besonders Streams kann ich mir sehr gut vorstellen, weil man das Spiel auch auf dem PC spielen kann. Videos, denke ich mal, im Handyformat auch nicht so regelmäßig, weil ich nicht weiß. Vielleicht kann ich ein paar politische Besprechungen mit reinnehmen. Da muss ich noch meine Boys fragen. Und das Video wurde auch sozusagen von ein paar Seiten vereinzelt gewünscht. Deshalb erstmal ist das hier. Ich verabschiede mich von Teil 1. Teil 2 wird dann kommen, wenn ich ein bisschen schlauer drüber geworden bin und werde dann ein wenig für die Anfänger auch was helfen. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.